Hallo, willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Es ist absolutes Traumwetter. Wir befinden uns hier gerade, wie ihr seht, im sonnigen Madeira. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder im verlassenen Horrorschwimmbad. Allerdings diesmal bei Tag. Das hat auch einen Grund, denn wir spielen hier eine Runde Hide and Seek. Wir haben wieder den großen Pool, den 7 Meter Sprungturm. Es könnten auch 7,5 Meter sind, glaube ich. 3, 5, 7. Die Becken hier, Umkleidekabinen und diesmal auch mit am Start die Katakomben unter dem Pool. Wir haben richtig viele Becken dabei. Wir sind locker. Halt die Fresse. Wir sind auf jeden Fall wieder mehrere Leute. Wir spielen jetzt hier eine Runde Hide and Seek. Und wenn ihr wollt, dass wir hier tatsächlich mal eine Nacht komplett im Schwimmbad bleiben, dann lasst ein Dislike da. Ich bin dann im Auto geblieben. Dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir sind wieder mit dabei. Unter anderem ganz kurze Vorstellungsrunde. Da unten läuft. Mann. Wer war das? Das ist nicht Firat. Ist nicht Firat. Da. Rotmann. Digga, wer war das? Hast du gerade auf Kamera gehabt? Ich habe auf jeden Fall hingefilmt. Oh! Ja, das ist wirklich nicht Bro, da ist gerade jemand gelaufen. Warum war da jemand unten drin? Bro, der ist so langsam gegangen, dass wir ihm das. Meinst du? Die Katakomben dann doch unten erstmal aus und. Bro, wenn du dich da unten versteckst, der sticht dich ab. Stell dir mal vor, du willst den fangen und das ist gar keiner von uns. Anyways, wir ignorieren erstmal diesen gruseligen Mann, der da hinten im Fenster steht und uns gerade angeguckt hat. Und ich würde sagen, erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Jeder hat 10 Sekunden Zeit, sich vorzustellen. Hi, ich bin der Mo und ich schlag den Raab. Ich will hier nicht übernachten. Was? Ich bin der Max und mach Kunst. Und Assalamu alaikum. Okay, ich würde sagen, Tobi, gib mir die GoPro. Digga, da unten war gerade wirklich jemand drin. Also ja. Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Ich dachte, man da runter geht jetzt. Nee. Und damit willkommen zur ersten Folge von Hide and Seek im Todesschwimmbad. Ja, jetzt ist richtig cool geworden. Machen wir mit Fang? Da ist noch unter jemand. Wir haben folgendes Problem, da unten ist halt jemand drin. Wir wissen halt nicht, in welchem Geisteszustand er ist oder ob der irgendwie oben genommen oder nicht. Deshalb machen wir Zweierteams und vielleicht bleibt die untere Etage erstmal tabu. Max wird die ganze Zeit da runtergehen. Wir haben deswegen Zweierteams gemacht, dass wir da runtergehen können. Junge, das ist sein Terror hier, der kennt sich ja aus, Digga. Plötzlich. Hat der so Fallen, da, so Spitzenfallen. Der rennt da unten rum, Alter. Ich würde no-joke nicht da runtergehen. Ich glaube, das ist. Security. Okay, ich schrei gleich einfach. Das ist so unglaublich creepy. Das ist wirklich normal. Nee, nicht da rein, bitte, nicht hier innen. Ich kann nicht. Wollen wir gucken, was da hinten in der Ecke ist? Was zieht links? Hast du Angst? Nee. Du? Nö, ich frage mich ja, was das für ein Mann ist. Passt. Mann, der Vierrad geht jetzt da rein. Nee, lass da unten, lass da runter. Okay, jetzt geht's runter hier. Ach du, ich will da nicht hin. Oh mein Gott, Alter. Ich geh vor. Alter, fuck. Oh, das spinnt wie in meinem Mund. Echt? Alter. Wir sind halt Fußsport, ne? Scheiße. Oh, hier ist schön. Alter, was ist das hier? Hier verirrt man sich ja. Oh, was ist das denn? 3, 2, 1, ich komme! Das ist nicht euer Ernst. Komm? Oh. Das ist nicht euer Scheiß-Ernst. Ihr seid nicht alleine, das wisst ihr, ne? Ah! Digga, was ist das für ein Psychopath? Mann, Digga, ich hab ein bisschen Schiss. Oh mein Gott. Weg. Alter. Was ist das? Ist das Sebastian? Ja, okay. Bah, nein! Oh mein Gott! Ich habe jemanden gesehen. Ja, hier, einfach hier hinter dem Ding. So, wir haben unser Versteck. Ihr wisst nicht, dass ich hier bin. No joke. Ich weiß, dass da vorne jemand drin ist in dem Haus. Da gehe ich jetzt direkt hin. Richtig schlecht. Okay, jetzt heißt es leise sein. Boah, der Arme, der muss so allein in diesen ganzen Gang da rumlaufen. Hätte ich gar keinen Bock. Ah! Oh Junge! Oh, sorry, dass ihr das gemacht habt. Ich hab euch einfach gesehen. Ich musste euch einfach sofort finden. Ich hab so Angst. Ey, Digga, wir müssen jetzt zusammen das einmal durchkämmen. Deshalb habe ich euch zuerst geholt. Wir müssen jetzt einmal dieses komplette Ding durchkämmen und die anderen Psychopathen sind hier unten drunter. What the actual? Okay. Hier ist cool. Hier nicht mal hin. Ich hab schon gewonnen, oder? Ey.
Es ist auch so krank verwinkelt hier gebaut, dieses Ding. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr seltsam alles. Das ist auch basically gerade eigentlich gar kein Verstecken mehr, sondern einfach nur noch durch dieses Schwimmbad gehen. Es ist halt auch so gruselig, hier liegt irgendwas rum. Wir sitzen hier in der Dusche oder so. Oh, das ist eklig. Digga, wenn die jetzt alle unten sind, dann ist vorbei. Oh. Enes, du musst mitsuchen. Mo, such mit. Der ist über uns. Der ist über uns. Ey, wir müssen zusammenbleiben. Das ist das Einzige, was wir machen können. Okay, der hat scheinbar Elif und Mo schon gefunden. Die sind über uns. Boah, ich krieg hier bestimmt alle Krankheiten, die es gibt. Das ist schon eine kranke Szenerie hier. Könnt ihr auf jeden Fall nicht anders sagen. Guck mal. Oh mein Gott. Oh, Scheiße, Alter. Das ist kein normales Hide-and-Seek mehr hier, Leute. Das ist eine Extra-Version. Oh mein Gott, ihr Hässlichen! Ach, da hinten war der Typ! Oh mein Gott, okay, ich muss mich verstecken. Hast du Handylicht dabei, Bro? Ich hab. Ja. Du Scheiße, Mann! Ey, wir müssen die. Nein, Mo, wir müssen die fangen! Mo! Mo! Oh mein Gott! Digga, wenn wir nicht diesen Kerl gesehen hätten, wäre das alles nicht so schlimm! Elif, wir kommen jetzt. Mo, komm! Okay, ich geh vor! Nimm dir den Stock, Mo, hier, nimm dir den Stock! Was soll ich mit dem Stock? Alter, wenn was kommt, dann schlag ihn! Okay, let's go! Oh, da hinten war Elif. Soll ich da rein? Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich halte nicht zu, es ist einfach nur nicht hell genug. Guck. Digga, wie viele Toiletten hat denn dieses Schwimmbad? Komm mal bitte da rein. Yo, what the fuck? Okay, wir müssen weiter. Und Tobi sind, aber da unten und da war Sebastian und Elif und ich weiß nicht, wo die sind, deswegen gehe ich jetzt einfach woanders hin. Digga, die waren hier gerade eben. Ich habe Julius gerade eben da vorne gesehen. Okay, nice. Also ich habe jetzt Julius verloren und bin jetzt allein hier. Perfekt. Aber ich war schon da. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Hier ist noch ein Eingang. Nee, ich will da nicht runter. Irgendwo hier unter uns. Oh mein Gott. Oh, Alter. Hier ist auch alles so verranzt, ich will mich nicht einfach hinhocken. Ah, it's finished? Your menu is three. Ah, ja. You wanna call police? Ja, hier ist so schön hell, aber der Weg nach unten ist hier nicht schön. Guck mal, hier sind die alten Scheiben. Seht ihr, wie dick die sind? Die waren hier drin. Oh mein Gott, halt dein Maul. Nee, oh mein Gott, da bin ich nicht rein. Digga, das ist zu krank, das ist zu krank. Wir müssen abbrechen. Alter, wenn die wirklich da reingegangen sind, ja, Digga, das bringt gar nichts. Guck mal, hier rechts. Schau, Leben. Fahrt runter, da sind wir sicher. Das Schlimme ist halt einfach, dass wir wirklich hier, wie gesagt, eben, ihr habt es auf Kamera gesehen, hier ist jemand langgelaufen. Seht ihr, wie groß das hier ist? Die können hier überall sein. Das geht hier unter uns noch weiter. Checkt ihr das? Runtergehen. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich geh runter und erschreckt die jetzt. Neue Mission. Ich gehe jetzt runter, wo die gerade suchen und erschreckt die. Hey Jungs, komm mal hier raus. Okay, ich höre die ein bisschen. Digga, ich kann da nicht rein. Mo, komm mit. Ich kann nicht, Alter. Mann, wir können jetzt nicht überall nicht reingehen, wo es dunkel ist, Alter. Ich bin die größte die es gibt auf der Welt. Ich kann da nicht reingehen. Ich schreie jetzt auf 3, 1, 2, okay. 3, 2, 1. Oh mein Gott, das war so weit unten. Digga, das war so weit unten. Ach, Scheiße. Digga, das ist ein fucking Horrorfilm. Wir müssen eine Etage weiter runter. Ging es da Treppen noch weiter runter? Ich nehme jetzt hier so einen Stein. Achtung. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war jemand da. Wir müssen den fangen. Oh mein Gott, jetzt ist er erschrocken. Wie geil. Wie geil. Das war einer von uns. Das war einer von uns. Ja, ja, safe. Wenn noch mal jemand näher kommt, werfe ich noch mal was. Aber keine Angst, ich werfe nicht auf Leute. Ich werfe nur irgendwo, wo es laut ist. War das von hier? Ja. Komm, hoch.
Digga, wir geht's mir gut. Komm jetzt, wir müssen hier. Ich sehe sie nicht mehr. Oh Gott, da unten sind sie irgendwo. Du Was macht ihr? Digga, die sind doch nicht da im dunklen. Digga, die sind auf die verbotene dritte Etage gegangen. Oh Gott, da ist Mo. Da hinten ist Mo. Und Elif und Sebastian. Die sind alle da hinten. Okay, what the fuck? Kommt. Okay, perfekt. Die sind alle wieder unten. Die kommen hier niemals hin. Wow, oh, ich muss weg. Nur Mo wurde gefunden. Das kann nicht sein. Hier sieht das Fenster raus. Hier. Es muss hier sein. Ah! Oh mein Junge. Oh mein Gott. Ey, seid ihr runter in die dritte Etage gegangen? Nee. Wo ist Tobi? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen runter in die dritte Etage. Ey, weiter geht's, komm. Okay. Also Vivi ist da vorne. Ich verzieh mich wieder. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Digga, das ist voller Horror hier, oder? Das ist gruselig. Guck mal jetzt hier rechts, Julius. Enjoy. Guck mal, hier war ich überall schon drin. Da steht wirklich jemand. Halt's Maul, wirklich? Ja, da stand jemand. Ehrlich jetzt? Nein. Digga, hier geht's noch eine Treppe runter. Da gehe ich nicht runter. Lass da runter. Wollen wir da runter? Komm. Oh, ich brauche dich mit. Digga, diese Sounds hier machen so schlimm. Geh vor. What the f***? Guck mal hier! Ey, ich glaube, Vierer wurde abgestochen. Wie viele Toiletten hat dieses Haus? Ja. Hatte die Angst hier runter den Weg? Absolut, Digga, der war schrecklich, ja, Junge. Komm, wir so, wir gehen jetzt runter. Junge, wie groß ist dieses Areal, du bitte? Gar keine, du kannst nicht einen Schreiben abbruch oder so. Vierer! Ah! Ah, Mist geworden, Mann! Vierer! Ich glaube, sie kommen nicht runter. Und ich kann Stimmen hören, ich weiß ja nicht, ob die... Ja, ich glaube, die suchen jetzt an mir. Jo! Federt! Ja! Federt! Hier! Ich weiß, wo er ist. Federt! Bro, du hast gewonnen. Wir sind aber ganz schnell ganz raus. Okay, Leute. Fedder ist damit Hide and Seek Champion für diese Runde. Ob wir hier übernachten? Ihr habt gesehen, wie krass das Areal hier ist. Das entscheidet jetzt mittlerweile ihr. Schreibt uns mal valide Gründe, warum wir das tun sollten. Junge, Junge, Junge. Eine Sache trickt mich dabei immer noch. Der Typ. Ja, das war ich. Ey, nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde das krass. Es ist nichts, ich muss es nochmal wiederholen. Es ist keiner von unserer Gruppe. Nichts gescriptet, gar nichts. Ihr habt den da in ein Fenster laufen sehen. Hier ist jemand gewesen. Und wir haben bis jetzt keine Ahnung, wo der ist. Und der wird sich in irgendeine dunkle Gasse verzogen. Er hat mehr Angst als wir. Ja, Bro, trotzdem, dass die, allein der Fact, dass hier jemand ist. Junge, 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 alright. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch diese extreme Folge gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.